Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal DaLabo. Heute zeige ich euch, wie ihr einen sehr schönen Mineneingang bauen könnt in Minecraft. Und alles, was wir dazu brauchen, ist hier in dieser Chest. Ihr könnt das Video stoppen und euch mal alles zusammensuchen, was wir hier dafür brauchen. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Tutorial. So, als erstes müsst ihr euch mal einen geeigneten Platz aussuchen und dann hier ein 3x3 Freigraben, 4 Blöcke nach hinten, so dass das Ganze jetzt dann so aussieht. Jetzt hier überall 3 Blöcke weg und 3 Fichtenbretter hin und davor Fichtenzäune, damit das Ganze so aussieht. Und auf die Fichtenzäune kommen ganz wichtig Fichtentreppen hin. So, und das hier auch. Hier. Als nächstes Fichtenbretter hier entlang, Fichtenzäune hier entlang und wieder ein Fichtenbrett hier in der Mitte. Hier dein Bilderrahmen mit einer Eisenspitzhacke. Dann nehmen wir unsere Amethysten, platzieren die hier her. Als nächstes hier die Blöcke weg und auch einmal Fichtenstämme hin, damit das Ganze so aussieht. Und das gleiche machen wir auch hier genau so. Und das gleiche auch auf der anderen Seite. Dann den Boden erstmal abbauen und geschliffene Steine rein, geschmolzene Steine, damit das Ganze so aussieht. Hier dann einmal noch 2 Zäunerchen, hier ein Holzbrett, hier ein Holzbrett und das machen wir so zu. Jetzt brauchen wir unsere Laternen, die wir hier hersetzen. Sehr gut. Dann auch noch hier 2 Fackeln dran, damit das Ganze so aussieht. Als nächstes schlagen wir auf dieser Seite hier die Blöcke weg und bauen hier einen kleinen Raum, der circa so aussehen sollte. Hier noch einmal weg. So. So sollte der aussehen und jetzt können wir die Wände auch mit Holzbrettern befüllen oder wie ihr wollt. Das hier könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Und ja, das wird so ein kleiner Lagerraum. Das heißt, hier 2 Truhen hin. Dann nehmen wir unser Fass. Und das Fass kommt hierhin, eine Laterne drauf. Und dann auch noch Kupferblöcke hier entlang. Das ist dann unser kleines Lager. Das könnt ihr dann auch noch verschönern, wie ihr es wollt. Auf jeden Fall, hier ist auch ein kleines Lager dabei. Als nächstes brauchen wir eine Tür und wieder die Treppen. Da wir hier eine Tür von innen rein platzieren, hier auf das abbauen und hier eine Treppe hin platzieren und da hier auch noch einen Block hin platzieren. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Der beinahe letzte Schritt ist hier noch ein Drohnen-Minecart hin zu platzieren. So, die Schiene soll da lang schauen und hier das Minecart hin. Damit wir hier die Truhe schon zu dir. So. Und hier könnt ihr dann euren Gang nach unten bauen, wie ihr wollt. Und ja, das war's dann auch mit dem kleinen Eingang. Ich hoffe, hat dir gefallen. Und wenn du mehr von diesen Tutorials sehen willst, kannst du gerne ein Like da lassen. Das würde mir sehr helfen. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, kannst du noch gerne abonnieren. Es ist kostenlos, ist ein Klick und hilft mir sehr und du wirst nie wieder Tutorials verpassen. Und ja, jetzt würde ich sagen, ciao Leute.